Ja, herzlich willkommen zu Where Will Cloud Kommen. Ich möchte euch heute drei kleine Teile von Wait4Me vorstellen. Das sind zwei Drip-Tipps und ein Drip-Shield. Ich fange mal mit dem Flattop 510 Stainless Steel an, in Small. Der gefällt mir sehr gut, den habe ich mir geholt, weil er wirklich schön flach wieder ist. Also ich wollte einfach mal wieder ein flaches Mundstück. So, ja, ein Wunsch wäre ja eigentlich wie die 701er. Hier kann man nochmal sehen, wie klein er ist. Und auch wo er abgeflacht ist. Wunsch wäre ja immer noch sowas wie die mit einem großen Loch drinne. Jetzt hatte ich gerade wieder auf Stopp statt auf Autofokus geklickt. Der gefällt mir gut. Es gibt ja auch noch mal einen größeren, eckig flach. Also der ist sehr kantig. Den mochte ich zum Beispiel nicht so. Hier gefällt mir das, dass das alles abgerundet ist und der liegt sehr gut an den Lippen. Für wen das nichts ist, ist, wer sein Atomizer, wo der drauf sitzt, dauernuckelt und heiß werden lässt. Denn im Gegensatz zu den Grooves, die wirklich sehr gut kühlen, ist er doch sehr klein und haut dann auch die Hitze sofort raus. Zusätzlich habe ich mir noch den Giro geholt, also der Flat kostet 4,99 €, der Giro auch 4,99 €. Da musste ich mich allerdings erstmal ein bisschen dran gewöhnen. Der sieht so recht schick aus. Wo ich ihn nicht ganz so schick drauf finde, ist, wenn man ihn einfach nur auf den 510er steckt, dann ist er nämlich wesentlich größer als der 510er. Deswegen ist er einfach schöner mit einem Drip-Schild. Ich habe ihn hier jetzt auf den 306510er Drip-Adapter drauf. Er transportiert den Dampf gut, also es lässt sich sehr schön damit ziehen. Was ich nicht mag, ist, er ist oben, hat man so ein ganz kurzes Stück, wo er in die Breite geht und nach unten dann wieder breit. Und die ersten zwei Tage, wo ich ihn benutzt habe, war das ein sehr ungewöhnliches Gefühl an den Lippen. Mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt, aber ich finde den Flat Top oder den Groove wesentlich angenehmer. Tröpfeln lässt es sich sehr gut damit, weil er oben einen sehr großen Trichter hat. Das ist ganz angenehm. Er hat auch ein schönes großes Zugloch. Unten ist eine Silikondichtung, also ein Silikonring als Abschluss. Nicht wie die normalen O-Ringe. Das ist bei dem Flattop übrigens auch. Und auch in den Drip-Shield, den ich gleich noch zeige, sieht es so aus, als wären dort Silikonringe, also die weißen Silikonringe drin, statt der schwarzen O-Ringe. Wenn man sich an die Form gewöhnt hat, dann gefällt er ganz gut. Lippenschmeicheln, wie ich das ganz gerne bei Drip-Tipps nenne, ist er für mich jetzt nicht wirklich. Das wird aber sicherlich Geschmackssache sein. Ich habe den schon bei mehreren Leuten gesehen, finde den halt wegen dem Ripple-Tier sehr schön, denn er sieht zusätzlich auf dem Siam-Tank sehr schön aus, auf dem eckigen, also hier nochmal mit einem runden. Da passt er dann gleich nochmal ein ganzes Stück besser. Kommt nicht von Siam, weiß ich nicht, ob das von Wait4Me was Eigenes ist, keine Ahnung. Ich habe ihn aber vor Wait4Me, glaube ich, auch schon mal in der Form gesehen. Deswegen kann ich da jetzt nicht so viel zu sagen. Am besten gefallen tut er mir halt mit dem.
Da schließt er gut ab. Wo er leider nicht mit funktioniert, wenn man einen ganz normalen 510er in der Short-Version nimmt. Hier ist das nächste Stück. Das ist der 510er 901 Drip Shield von Vape for Me für 6,99 Euro. Ist aus Stainless Steel und er ist etwas länger als das Drip Shield von Empire Mods. Hat dieselbe Funktion, ist aber aus Stainless Steel und somit einfach ein bisschen schwerer. Gefällt mir besser als der von Empire Mods. Außer, dass der halt nochmal ein bisschen designt ist und aus Alu ist und dieser hier aus Stahl. Ich mag die Stahlgeräte im Endeffekt doch wesentlich lieber, habe den hier aber mittlerweile ans Herz, oder er ist mir ans Herz gewachsen. Wenn man den jetzt auf einen kurzen 510er macht, dann geht der Gyro nicht. Steht allerdings bei Vape von mir auch unter, dass der länger ist und man dann auch entweder den Drip-Tip reinstecken muss. Ich kann noch mal eben gucken, wenn ich jetzt den nehme, geht auch, aber ganz ehrlich, das ist nichts fürs Auge, finde ich. Und das lässt sich auch nicht wirklich gut ziehen. Ja, hier jetzt noch mal ganz kurz das Drip Shield mit einem Short Barrel und dem Groove. Da sieht man eigentlich, wie tief er dann drinne steckt. Von dem Groove ist tatsächlich nicht mehr viel zu sehen. Das ist schon eine ganze Ecke, die da verschwindet. Also das heißt, Drip Shield entweder mit einem Long Barrel oder halt man muss wirklich einen langen Drip-Tip haben. Zum Glück gibt es ja mittlerweile immer mehr lange 510er, das ist der H357 in Long Barrel. Und da ist das Drip Shield wie gemacht für. Weil, er guckt sogar oben noch ein kleines Stückchen raus, weil die Long Barrel sind einfach länger bei Avid Vapor als jetzt die normalen langen Versionen. Ich habe jetzt gerade keinen zur Hand. Das sieht dann schon wieder ganz nett aus. Finde ich jetzt aber nicht unbedingt perfekt. Das geht dann schon wieder ganz gut. Und auch da kommt das Flache einfach sehr schön zur Geltung. Ich mag das an den Lippen. Der Groove, er ist ja wiederum rund und man hat das Stück im Mund. Das ist bei diesen Flachen halt nicht. Was hier allerdings ist für mich als Dauernuckler, auch bei dem 357er, ich sitze ja sehr dicht dran, da gibt es nicht viel Platz zum Abkühlen. Mit dem Drip Shield in Verbindung dann aber schon wieder ein bisschen besser, weil das Drip Shield im Endeffekt ja nicht nur dafür da ist, um Liquid einzufangen beim Übertröpfeln, sondern auch zusätzlich den Verdampfer schneller abkühlen lässt. Das ist für mich auf jeden Fall nochmal wieder ein schönes neues Erlebnis. Gefällt mir sehr gut. Hier muss man gucken, ob einem das wirklich gefällt mit dem merkwürdig geformten Mundstück. Also ich dampfe ihn jetzt auch sehr gerne, hatte aber vorher, weil die von Siam alle sehr schmal, sehr dünn oben sind durch den Hals, war das erstmal wirklich sehr komisch bis fast unangenehm. Das ist jetzt weg, da habe ich mich dran gewöhnt. Und dampfe den mittlerweile auch sehr gerne.
Er ist halt ein bisschen mächtiger im Mund. Das hat man ja zum Beispiel bei der Canon auch, wobei das hier noch ein bisschen weniger ist. Aber durch dieses wirklich kurze Stück hier oben, ich weiß nicht, wie ich das wirklich beschreiben soll, da rasten die Lippen nicht richtig dran ein. So will ich das mal nennen. Man nimmt ihn einfach ein bisschen weiter im Mund und hat dann hier wirklich schon dieses sehr dicke Stück an den Lippen. Da muss jeder selbst gucken. Mir gefällt es jetzt mittlerweile. Zu Anfang war es ein bisschen ungewöhnlich. Das war's. Sind nur drei Teile. Wie gesagt, der Drip Shield 6,99, die beiden Drip-Tipps für je 4,99. Wirklich richtig schön. Weil das ist auf jeden Fall mal wieder was Schönes Neues mit dem flachen und sehr rund gehaltenen, richtig spitze Drip Shield, auch klasse, weil einfach aus Stainless Steel und bei den Empire Mods hatte ich ja eigentlich erst gedacht, dass das wohl auch Stainless Steel wäre. Ich habe auf der Seite nochmal geguckt, man kann nicht wirklich lesen, dass es Alu ist oder aber mein Englisch reicht dafür nicht. Seid ihr gerade dabei, mit dem Rauchen aufzuhören, wünsche ich euch viel Glück. Und an alle Dampfer, gut Dampf.